Und darum haben auch die drei Jungs keine Wahl. Sie müssen am Morgentraining in der Buddha-Halle teilnehmen. Doch schon vor Beginn verstößt Joshua gegen eine Regel. In den heiligen Hallen ist Kopfbedeckung verboten. Hm. Nee. Sorry. Da muss ich rübergehen, meine Haare waschen, meine Haare glätten und meine Haare föhnen. Wenn man den bittet, seine Käppi auszuziehen, ja, dann muss ich ja nur meine Haare machen. Das fand ich sehr respektlos. Die haben halt ihren eigenen Kodex, was die halt in ihren Trainingsraum machen. Nee, echt nicht. Also ich mach mal eine Ausnahme. Für dieses Mal kannst du die Kappe anlassen. Aber eventuell wird sie dir beim Training ausfallen. Keine Bange. Wenn Joshua weiterhin so motiviert bleibt, kann nichts passieren. Eigentlich sollen sich beim morgendlichen Qigong die Gelenke öffnen, um den Körper frei und locker zu machen. Das wäre doch was für die innere Drag Queen. Wenn jemand innerlich eine verschlossene Haltung hat, also nicht offen dafür ist, neue Erfahrungen zu machen, dann bleibt er eben in seiner eigenen inneren Welt, in seinem eigenen Geist. Sollte dieser Geist je willig gewesen sein, dieses Fleisch bleibt trotzdem schwach. Joshua reicht es für heute. Und das schon vor dem Frühstück. Woran liegt's? Kung-Fu-Meister Shifu hakt nach. Was ist bei dir los? Mir geht's nicht so gut. Körperlich? Ja, körperlich. Geistig? Körperlich, geistig. Ich fühle mich hier einfach am falschen Platz und mir ist einfach schlecht und ich konnte nicht schlafen. Es ist halt einfach. Ich bin einfach irgendwie ein bisschen enttäuscht von allen hier. Ich versuche schon, selbst wenn die erste Art Blockade kommt und jemand wehrt sich gegen etwas, dann gebe ich in der Regel nicht direkt auf. Weil es heißt eben ganz klar, du musst ein bisschen über deinen Schatten springen. Also muss er erstmal diese Möglichkeit auch bekommen, über diesen Schatten springen zu können. Du willst schon, oder ich habe auch, du hast ja selbst gesagt, ein bisschen prominent werden vielleicht. So eine eigene TV-Serie wäre natürlich cool, also wäre ein Traum. Wäre voll mein Ding, würde ich direkt machen. Ist das so? Was heißt prominent? Also ich möchte halt, keine Ahnung, was ich genau möchte, ehrlich gesagt. Mittlerweile weiß ich es selber nicht mehr so ganz. Genau da fängt es schon an. Was willst du mit deiner Lebenszeit anfangen? Nun ist ja überhaupt nicht verkehrt, wenn du eine Idee davon hast, als was du dich kreieren willst. Okay? Aber trotzdem, zur selben Zeit musst du auch so ein bisschen, ich sag ganz ehrlich, du musst ein bisschen intelligent sein. Und wie oft kannst du dir im Leben aussuchen, wo du am Ende landen wirst? Immer. Wenn mir was nicht gefällt, dann gehe ich. Genau das ist die Einstellung, die dich nirgendwo hinbringen wird. Du kennst mich doch gar nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich habe was aufgebaut. Ganz ehrlich, mit 19 baust du gar nichts auf. Mit 19 hast du noch nicht mal angefangen, irgendwas aufzubauen. Ganz streng genommen, hocke ich hier in einem Haus mit einem Haufen arbeitsloser Leute, die nichts zu tun haben, als jeden Tag zu einer goldenen Plastikfigur zu beten. Also sorry, ich meine, nichts zu tun, stehen um 6 Uhr morgens auf. Hätte ich so ein Leben, ich würde bis 23 Uhr schlafen, dann würde ich feiern gehen, dann würde ich wieder bis 23 Uhr schlafen halt, also. Ich werde wahrscheinlich einfach nur warten, bis ich nach Hause kann. Bereits bei diesem Gespräch war klar, dass ihm so sein Ego ein bisschen im Weg steht. Es ist nicht förderlich, wenn man nur für sich lebt und seine Interessen stets im Vordergrund hat. Weil egal, wo es ihn eines Tages hinführt, er wird immer in einer Gemeinschaft leben. Sie kommen aus einer Welt, die individuelle Freiheit predigt, in der Ablenkung aufregend ist und Verzicht was für Verlierer. Und nun sollen sie gemeinsam beim Essen schweigen. Das Schweigen finde ich sehr respektvoll gegenüber dem Essen, dass man erst aufisst und dann redet. Aber wir sind das alle hier nicht gewohnt so. Wenn ich esse, dann ist das für mich auch immer so, ja, so eine Art, wieder irgendwie ja, Kontakt zu finden, ein bisschen zu reden, was man über den Tag lang gemacht hat und so. Justin macht nicht nur das Schweigen zu schaffen, ihn quält die Sucht. Ich habe nichts gegessen, weil das Essen nicht wirklich so besonders aussah. Also es sah halt einfach aus nach Matschepampe. Und keine Ahnung, weil ich weiß, wenn ich was esse und voll gegessen bin, vor allem morgens, brauche ich eine Zigarette, vor allem nachdem ich aufgestanden bin. So, und dann habe ich das Essen einfach weggelassen.
Ja, dann muss ich auch automatisch keine rauchen. Wenn du nicht hier bleibst, bist du ein Ehrenloser. Ich bleib trotzdem nicht hier. Erstmal sagst du, boah, ja, Mann, lass durchziehen, Alter. Voll Bock. Und dann sagst du, nee, kein Bock mehr. Ich habe aber keine Lust mehr. Warum versteht Junge, das keiner? Wir können es einfach nicht verstehen, weil deine Gründe dafür absolut unterirdisch behindert sind. Ist so. Digga, ist doch meine Entscheidung, ob ich Bock hab oder nicht. Ja, ist ja auch deine Entscheidung, aber seh es doch mal ein, dass wir versuchen, dir nur zu helfen. Und wir wissen, dass du es im Endeffekt danach bereuen wirst. Ich habe keine Ahnung, ob ich nach Hause will. Eigentlich schon. So, halt irgendwie auch nicht, weil ich das ja auch eigentlich durchziehen will. Aber keine Ahnung. Justin ist kurz davor abzubrechen. Und auch Joshua zweifelt, ob er bleiben will. Endet das Experiment, bevor es richtig begonnen hat? Den Mönchen sind die Reaktionen der Jugendlichen nicht fremd. Gelerntes zu verlernen ist schwieriger als Neues zu erlernen. Darum kommen sie zusammen, um die nächsten Schritte zu beraten. Wie sieht's denn jetzt im Moment so mit den Jungs aus? Also wo stehen wir denn da? Joshua kam heute Morgen zu mir und hat gefragt, ob er vielleicht ein Einzelzimmer haben darf. Also wenn ich nicht woanders schlafen kann, dann gehe ich. Das ist für mich ganz klar, weil ich denen keine weitere Nacht mehr im Einzelzimmer schlafen. Also Einzelzimmer können wir im Prinzip ja nicht machen, weil die sollen zusammenwachsen. Die sind hier als Team, die sind Bestandteil des Klosters. Aus dem Grund sollen die vielleicht, werde ich Ihnen sagen, sie sollen sich so ein bisschen zusammennehmen und sollen aufhören, jemanden ärgern zu wollen in dem Sinne. Ja, die sind alle noch wirklich so in der Selbstfindungsphase und denken, sie wissen schon alles, können schon alles, ja. Mhm. Ich glaube, gleich in der Trainingseinheit, vielleicht machen wir das. Mhm. Ja, wir ziehen denen die Westen an. Mhm. Die bekommen die Handschuhe und dürfen dann einfach mal im Training zeigen, was sie können. Okay. Das ist der harte Weg des Lernens. Ja, ja. Schifus Plan, die Jungs sollen aus sich rauskommen, die Energien bündeln, über ihren Schatten springen. Dafür muss er sie aus der Reserve locken, bei ihrem Ehrgeiz packen. Okay. Willst du Verlierer bleiben? Mhm. Wenn du nicht Verlierer bleiben willst, muss also was Neues passieren, oder nicht? Mhm. Momentan merke ich bei dir, du willst doch nicht so ganz. Und wenn bei uns halt. Komm, komm her. Darfst alles machen. Darfst auf mich schlagen, darfst auf mich treten. Ja, darfst dich vollkommen austoben. Ich schlag nicht zurück, ich trete nicht zurück. Die Provokation ist Teil des Plans. Im Kung-Fu ist sie eine gängige Methode, um die Nerven zu stärken und Geduld zu üben. Justin ist allerdings eine tickende Zeitbombe, wenn er provoziert wird. Da war ich mit Kollegen unterwegs und dann haben halt Leute Stress provoziert und wir waren halt so eine Clique, wir sind darauf schnell eingegangen. Ja, und dann kam nach einer Zeit irgendwie die Polizei und ja, dann hatten wir eine Anzeige wegen Körperverletzung. Stell dir vor, ja, du läufst mit deiner Freundin in der Stadt und dann kommt auf einmal und sagt, hey, was machst du da? Was machst du dann? Dafür ankacken halt. Komm, kack mich mal an. Ja, keine Ahnung. Komm, was soll ich machen? Dazu. Genau so, komm. Ja, weiter. Und jetzt was? Ja, was soll ich machen? Probier aus. Komm, Digga, mach was. Ja, was soll ich denn machen? Digga. Wenn du nicht stabil stehst, zeig ich dir, was passiert. Bum, bum. Nein, ich will nicht mal, nein. Er hat die Wahl. Denkt, er kann frei entscheiden, ob er jetzt bleibt oder geht. Aber es ist ganz gut, manchmal auch einfach zu lernen, was tust du, wenn du keine Wahl hast. Du musst einfach durchhalten, du hast keine Wahl. Er hatte eben keine Wahl gehabt. Auch Marcel und Joshua bleibt keine Wahl. Sie müssen am Training teilnehmen und im Sparring beweisen, was sie können oder was sie nicht können. Ich hasse Mannschaftssport, ich hasse Mannschaftsgefügen. Ich pack all solche komischen Gemeinschaftssportarten nicht. Als ich in der Schule schon Schulsport machen musste, habe ich mir von meinem Arzt einen Attest holen lassen, wegen chronischer Rückenprobleme, dass ich mein ganzes Schuljahr vom Sport befreit war. Bei Marcel zeigt die Trainingseinheit schon nach einer Stunde Wirkung. Man konnte sich frei bewegen, zeigen, was man drauf hatte. Sie war schwer und anstrengend, aber auch sie hat sehr gut getan im Nachhinein. Doch hat die Stunde ausgereicht, um auch Justin zu motivieren? Für die Mönche war das Training die letzte Chance des 16-Jährigen, um einen Schritt nach vorn zu gehen. Justin, wie geht es dir? Eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut, aber? Will hier nicht bleiben. Mir gefällt das hier nicht so. Eben hast du gesagt, es gefällt dir. Ja, schon, aber ist halt nicht so meins.
nicht so deins. Die Idee ist so ein bisschen, jemanden immer wieder konstant mit derselben Hürde zu konfrontieren. Zweimal, dreimal so. Aber wenn es dann nicht gelingt, okay, dann merke ich für mich auch, okay, das ist dann vielleicht wirklich die falsche Methode und so komme ich hier nicht voran. Wenn du gehen willst, ich halte dich nicht auf. Also soll ich jetzt gehen? Ja, hier, warte mal. Shifu ist mit seinem Latein am Ende und schickt Justin zum Oberhaupt des Klosters. Der 16-Jährige spürt, dass er gerade dabei ist zu scheitern und wie es ihn innerlich fast zerreißt. Sonst können mich auch nicht hier behalten. Wenn ich sage, ich will nach Hause, will ich nach Hause. Ich will zum Abt, ich will das jetzt klären, ich will nach Hause, dann können sie mich auch im Arsch lecken, Alter. Der Letzte, der ihn jetzt noch umstimmen kann, ist Abt Shi Heng Zong. Schafft er es, den 16-Jährigen davon zu überzeugen, nicht wieder einfach wegzurennen? Man kann niemanden gegen seinen Willen halten und das wollen wir auch nicht. Er muss selber einsehen, dass das für ihn gut ist. Er muss selber die Einsatzbereitschaft zeigen, auch etwas verändern zu wollen. Es ist halt schade, weil ich den Eindruck habe, dass es ein bisschen auch mit pubertärem Trotz zu tun hat. Warum möchtest du gehen? Ja, einfach, weil ich das Zuhause vermisse. Meint Justin wirklich sein Zuhause? Oder eher die Spielekonsole, mit der er den ganzen Tag zockt, während er die Schule schwänzt?